Herzlich willkommen im FCS-Blog und wenn es jetzt diejenigen unter euch gibt, die sagen, Mensch, es gab dieses emotionale Spiel in Unterhaching mit Auswirkungen auf den gesamten Rest der Saison. Es gab ein Südwestderby, übrigens nicht ein Saarderby, lieber SR, und der Pilger macht gar nichts. Doch, der Pilger, der macht was, der macht Urlaub hier am Timmendorfer Strand. Und vielleicht war es schon so ein bisschen schlechtes Omen, dass das Kriegsschiff Rheinland-Pfalz hier seine Runden gedreht hat. Fußball geschaut habe ich trotzdem am Wochenende und um so ein wenig Schadensbegrenzung zu betreiben und auch zu signalisieren, nein, das FCS-Block macht keine längere Pause, ist nicht weg vom Fenster, gibt es ein kleines Update, denn wir haben schon 7 Spieltage in der neuen Drittligasaison und da kann man auch schon mal schauen, darf man mit dem Gezeigten zufrieden sein, muss man vielleicht ein bisschen kritisch drauf schauen und wir liegen, sage ich mal, im oberen Mittelfeld der Tabelle, aber auch wenn es die Pokaleuphorie gab, ist zuletzt so ein bisschen Ernüchterung eingekehrt und das lag meiner Meinung nach daran an einer erstmal positiven Auswirkung beim 1. FC Saarbrücken, nämlich, dass man die Defensivprobleme in den Griff gekriegt hat, in den letzten 3 Spielen nur ein Gegentor kassiert, leider das natürlich zu Hause gegen Mannheim, da will ich jetzt auch nicht in die Diskussion einsteigen, hätte Paterok den halten können oder nicht. Ich denke, die meisten Torhüter werden in der Situation spekulieren müssen. Dann ist es auch mit dem Außenriss geschossen. Also ich könnte nicht abwehren, ihr da draußen wahrscheinlich auch nicht. Und deswegen muss man das auch so hinnehmen. Insgesamt hat sich die Defensivleistung sehr stark verbessert. Und das ist ja auch ein wichtiger Baustein für den Rest der Saison. Jetzt haben wir aber auch wiederum in den letzten Spielen ein wenig zu wenig Tore geschossen. Und das ist jetzt nicht unbedingt die Schuld von irgendjemandem als Person. Man muss einfach mal der Situation Rechnung tragen, dass sowohl Sebastian Jakob als auch Patrick Schmidt sehr lange ausfallen. Das ist eine Situation, die hätte im Sommer kein Manager, kein Trainer so vorhersehen können. Man ist jetzt natürlich unter Zugzwang. Ich persönlich, wenn man mich nach meiner Meinung fragt, zudem hat man den Kader in der Saison breit genug aufgestellt. Ich finde, wir sind in der Zentrale sehr breit aufgestellt. Da hat man wirklich eine sehr große Auswahl an talentierten Spielern, auch an welchen, die noch nicht fertig sind, noch ein bisschen Feinschliff bekommen. Ich sag mal, Tim Siveya, der hat jetzt natürlich ein bisschen negative Reaktionen erfahren, dadurch, dass sein Ballverlust zum 1:0 für Mannheim geführt hat. Der ist halt so ein unbekümmerter junger Spieler, wie man ihn sich gern mal wünscht, so Typus Straßenfußballer, der auch mal das 1:1 sucht und da tolle Aktionen zeigt. Da muss man aber auch in dem Alter den Spielern noch zugestehen, dass sie eben nicht perfekt sind. Wir reden hier nur über dritte Liga, wir reden jetzt nicht über die top ausgebildeten Spieler, die alle aus dem NLZ kommen und alle das beste, sage ich jetzt mal, NLZ-Ergebnis haben, wie jetzt in der ersten Liga das der Anspruch sein müsste. Gleichzeitig auch so ein Luca Kerber, dem man auch ein paar schlechte Spiele zugestehen muss oder ein paar nicht ganz so perfekte, der dann aber auch mit einer tollen Flanke das 1:1 einleitet, wie im Heimspiel gegen Mannheim. In der zentralen Achse, finde ich, ist der FCS top aufgestellt. Man hat die beste Abwehr der Liga zusammengehalten. Das ist auch eine Leistung. Wenn man jetzt über die Abwehr redet, da wurde ja vor kurzem noch ein Innenverteidiger gefordert. Ich persönlich glaube, wir sind vor allem auf Außen zu schwach besetzt. Wenn, das ist jetzt auch keine große Kritik am letzten Spiel von Julian Günther Schmidt, nur dass wenn Rizzuto ausfällt, direkt auf einen gelernten Zentrumsspieler gegriffen werden muss, das ist nicht ganz günstig. Ich persönlich würde mir auch denken, da hätte man vielleicht auch noch mal Tobias Jennecke einen Vertrag geben können. Dann hätte man jetzt vielleicht auf der rechten Außenbahn doch noch eine Option mehr. Das ist eine Position, die kann er auch ordentlich spielen. Ich bin mir auch sicher, die hätte er jetzt noch weiter auf einem Drittliga-tauglichen Niveau ausfüllen können. Und der gute Mann ist ja noch ohne Vertrag. Vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Trainer oder Manager beim 1. FC Saarbrücken, die sich da nochmal erweichen lassen. Denn vertragslose Spieler können bekanntlich noch unter Vertrag genommen werden. Auch das ist eine Option für den Sturm. Wobei man hier sagen muss, ist meine persönliche Meinung erstmal, dass man nicht mit so großem Pech rechnen kann. Auch wenn man bei beiden Spielern, Schmidt und Jakob, eine gewisse Verletzungshistorie hat. Nur kann man auch nicht so viele, sage ich jetzt mal, startelftaugliche Stürmer verpflichten in einem System mit 2 Spitzen. Da sind die Plätze auch begrenzt.
da ist auch begrenzt, wer da spielen kann. Und ich glaube, letztlich muss das auch irgendwo auf eine Veränderung im System hinauslaufen. Oder man muss noch mal ein bisschen mehr über die Rolle von Kasim Rabijic reden, der ja auch in der Spitze irgendwo gesehen wird. Aber dem ich dann manchmal finde ich, dem fehlt dann manchmal auch vorne drin die Handlungsschnelligkeit, die Bälle zu verarbeiten. Das war zumindest mal mein Eindruck im Mannheim-Spiel, dass er oft den Tick zu lange gewartet hat und da war eine gute Chance verstrichen. In dem Sinn muss man sagen, die Kaderplanung war bis auf die Außen, wo ich, sage ich jetzt mal, Probleme sehe, schon angemessen, schon gut. Und jetzt guckt man auf das Ergebnis bislang nach 7 Spielen. Da sind natürlich zu viele Unentschieden drin. Und das ist das Problem. Unentschieden in den meisten Spielen war das auch individuell leistungsgerecht oder man konnte mit dem Punkt ganz gut leben. Siehe Unterhaching, wo es ja die Diskussion gab, hätte es da Elfmeter geben können. Ich sag's mal so: Mancher Schiedsrichter hätte da einen Elfmeter gegeben. Ein exzellenter Schiedsrichter hätte vermutlich vorher das Foul an Kai Brünker abgepfiffen. Und dann reden wir gar nicht mehr über einen Handelfmeter. Ein noch exzellenterer Schiedsrichter hätte auch das Foul stärker geahndet. Aber in der dritten Liga gibt es halt wenig gute Schiedsrichter, keine exzellenten Schiedsrichter. Das ist auch etwas, das müssen wir akzeptieren in der Liga, in der wir spielen. Naja, und Mannheim, da kann man auch eher am Ende, auch wenn der FCS die bessere Mannschaft war, dann doch noch von einem Punkt reden, den man glücklicherweise verteidigt hat. Denn Rüdiger Rehm hat eben im Spiel die besseren Entscheidungen getroffen als Rüdiger Ziel mit der Umstellung zur Halbzeit. Und das jetzt nicht dieses Jammerlied, Rüdiger Ziel kann kein Ingame-Coaching, der hat auch schon Spiele gehabt, wo er im Spiel richtige Entscheidungen getroffen hat. Nur man kann eben auch, wir reden über dritte Liga, da kann man jetzt nicht erwarten, dass jedes Spiel die besten Entscheidungen in der Halbzeit getroffen werden. Worüber wir reden müssen, ist, wie geht es jetzt weiter, wenn man am Aufstieg festhalten will als Ziel oder zumindest mal als so ein nicht ganz so breit kommuniziertes, aber schon irgendwo gewünschtes Ziel. Dann sind die nächsten 3 Spiele sehr entscheidend. Da muss vielleicht sogar ein Tauzi mal wieder eine 9-Punkte-Woche ausrufen. Denn wenn man schon guckt auf die Tabelle, das obere Ende ist deutlich weiter entfernt als das untere. Beziehungsweise es ist leichter abzurutschen, als jetzt oben anzugreifen. Dresden dominiert die Liga aktuell und dahinter sind auch ein paar Überraschungen wie jetzt Ulm mit dabei. Und deswegen muss man eigentlich aus den nächsten 3 Spielen irgendwas zwischen 7 und 9 Punkten mitnehmen und nochmal der Liga zu zeigen, wir wollen es wirklich. Und in dieser Liga ist ja alles so eng beieinander, da kann das auch klappen. Bielefeld strauchelt. Wahrscheinlich sind dann die schwierigen Spiele wieder die gegen Mannschaften wie Aue und Lübeck. So ist das einfach. Vor allem, ja, Aue dürfte ein sehr unangenehmer Gegner werden, haben ja auch wieder einen Lauf, nachdem es letzte Saison lange, lange nicht so gut aussah. Und nach den 3 Spielen kann man besser noch mal eine Standortbestimmung vornehmen. Nur dann muss auch wirklich eine Standortbestimmung vorgenommen werden, denn ich habe es natürlich mitbekommen, die ersten reden auch schon wieder über den Trainer. Ich glaube, es wäre leichter, beziehungsweise Ziel hätte sich wirklich einen Gefallen damit getan, hätte er eine stärkere Trennung vorgenommen zwischen der Rolle Manager und Rolle Trainer. Denn so wird, glaube ich, wenn die nächsten Spiele nicht so erfolgreich werden, wie man es möchte, auch die Diskussion darüber auslösen, ob ein Manager-Ziel wirklich unbefangen auf ein Trainer-Ziel gucken kann oder ob da nicht irgendwo ein Korrektiv fehlt, der im Zweifel sagt, naja, vielleicht muss man nochmal einen neuen Impuls setzen. Das heißt jetzt keinesfalls, dass ich der Meinung bin, dass man Ziel entlassen muss, wenn die nächsten 3 Spiele nicht gut laufen. Ich glaube eher, da hat er sich selber unnötigerweise eine Baustelle geschaffen, mit der er jetzt aber leben muss. Und wo er natürlich auch die Chance hat, sich zu beweisen, nochmal einen Impuls zu setzen und auch die Kritiker verstummen zu lassen. In dem Sinne, die Saison ist weit davon weg zu sagen, der FCS ist keine Aufstiegsmannschaft, die Liga ist letztlich sehr eng. Und das ist auch eher so im späteren Herbst, wo sich Dinge rauskristallisieren. Gleichzeitig hat man schon ein bisschen zu viele Punkte liegen gelassen und die muss man jetzt holen. In dem Sinn war das jetzt kein wirkliches Magazin, eher so ein kleines Update aus dem Urlaub. Ich hoffe, ihr nehmt euch auch die Zeit, mal was anderes zu sehen als den ersten FC Saarbrücken. Das ist immer ganz, ganz wichtig, um nochmal runterzukommen, rauszukommen, zu sehen, was ist die reale Welt, wie schön die eigentlich ist.
und dass es auch mal andere Dinge gibt als Fußball in dem Sinne. Habt viel Spaß. Hoffentlich sehen wir uns nach einem sehr erfolgreichen Auftritt in Bielefeld wieder. Und ich lese natürlich wie immer eure Kommentare. Bis bald.